Guten Tag, Herr Werner. Ja, einen schönen guten Tag, Herr Wittmann. Vielen Dank für den Besuch in meinem Homeoffice. Sie haben Anglistik, Amerikanistik, Germanistik in Tübingen, Berlin und Aberdeen studiert und Sie wurden mit einer Arbeit über Hip-Hop und Apokalypse promoviert. Dazu würde ich Sie jetzt auch gerne befragen, aber wir sprechen über Stuttgart. Sie schreiben Sachbücher und Prosa und Sie lehren auch als Gastdozent an verschiedenen Hochschulen und arbeiten auch für den Hörfunk. Ihr letztes Buch, der Stuttgart-Komplex, ist gerade bei Klett-Cotta erschienen. Sie haben auch kürzlich 2021 über die Raststätte geschrieben, eine Liebeserklärung. Nachdem ich das Buch gesehen habe, muss ich immer dran denken, wenn ich auf der Reise zwischen meinem Arbeitsplatz in Stuttgart an der Raststätte stehe. Und es gibt, der vorletzte Titel war Auf Wanderschaft, ein Streifzug durch Natur und Sprache. Sie sind in Stuttgart aufgewachsen, Sie leben seit 20 Jahren in Berlin und haben ein Buch, wie ich bereits gesagt habe, über die Stuttgarter Seele geschrieben. In diesem Buch, der Stuttgart-Komplex, mit dem Untertitel Streifzüge durch die deutsche Gegenwart, mit diesem Untertitel wird schon angedeutet, dass Sie in diesem Buch auch über Deutschland und nicht nur über die schwäbische Metropole schreiben. Ist diese Verbindung richtig? Auf jeden Fall. Es ist interessant, dass Sie gerade, Sie hatten ja kurz so einen freudschen Versprecher, vermute ich, dass Sie sagen wollten, Streifzüge durch die deutsche Geschichte, aber nein, die deutsche Gegenwart. Also es ist kein historisches Buch, wo es irgendwie darum geht, um die Stuttgarter Stadtgeschichte, sondern eben wirklich ein Versuch, eben ja unsere doch sehr komplexe Gegenwart zu verstehen über ja, diese Metropole im Südwesten, die ja gerne so ein bisschen belächelt wird, vielleicht als provinziell oder bionade, biedermeierlich, spießig, sauberkeitsversessen. Also sie hat Stuttgart ja im Rest des Landes oft keinen so richtig guten Ruf. Aber meine These in diesem Buch, der Stuttgart-Komplex, wäre eben, dass die Stadt genau das ist, eben ein Komplex, ein Bündel an Gegenwartsphänomenen, die für uns alle, egal ob wir jetzt in Fulda oder Köln oder Berlin oder Leipzig leben und lehren, relevant sind und die aber alle in diesem Stuttgarter Talkessel erstmal so aufkeimen. Also um einige zu nennen, da wäre eben die erste grün-schwarze Landesregierung, die in Stuttgart bekanntlich ihr Sitz hat, der erste grüne Oberbürgermeister einer Großstadt, Fritz Kuhn, hat eben einige Jahre in Stuttgart regiert. Gleichzeitig aber ist natürlich auch die Metropole der Automobilindustrie der Ort, wo der ADAC entstanden ist, vor nunmehr auch 100 Jahren. Der Ort, wo die erste Waldorfschule gegründet wurde, wo also die Anthroposophie, die ja sehr, sehr prägend ist, sowohl in Pädagogik als auch in Form ihrer Markenartikel, also denken wir an Weleda oder Wala oder Dr. Hauschka oder so, in Deutschland sehr, sehr präsent ist oder natürlich Demeter. Die neue so bürgerliche Protestkultur hat vermutlich in Stuttgart 21 oder in den Protesten gegen den Bahnhofsneubau Stuttgart 21 so ihren ersten wirklich breiten Ausdruck gefunden, aber auch die sogenannte Querdenkenbewegung jetzt vor 2 Jahren. Also ganz, ganz viele Sachen, die eigentlich für unsere deutsche Gegenwart virulent sind, die sind zuerst in diesem Stuttgarter Talkessel aufgekeimt. Wenn ich aus dem Fenster gucke auf die Straße vor unserem Haus, dort ist das erste Automobil durchgefahren. Ah, welche Straße genau ist Die das? Taubenheimstraße. Ah, okay. Und wenn man ein bisschen weitergeht zum Kurpark, dann kann man durch den Grundriss von dem Haus von Gottlieb Daimler durchgehen. Ah, interessant. Und da ist auch ein kleines Museum, wo die ersten Motoren stehen. Im Kurpark, nämlich da hat er das entwickelt. Genau, da stand ja auch das berühmte Gewächshaus, wo dann Da Gottlieb Daimler ist es drin, dann ja. da seine Motorkutsche zusammengeschraubt hat und seinen Genau. Reitwagen. Ist auch natürlich lustig, diese Begrifflichkeiten, die damals Daimler und Maybach hatten, ne? Die Motorkutsche, der Reitwagen. Ne? Man hat gemerkt, klar, Stuttgart ist die Stadt des Rössles, ne? Die Stadt mit dem Pferd im Wappen und sozusagen ne, diese Metaphorik des Reitens, die wurde da direkt weitergetragen, eben in den Fahrzeugbau. Ne? Man ist erst auf Pferden geritten und später auf dem Reitwagen und dann eben auf dem Motorrad. Ja. Sie beobachten zuerst die einmalige topografische Lage der Landeshauptstadt. Die ist ja auch wirklich bemerkenswert. Ihre Kesselhaftigkeit.
Und sie strafen die Vermutung, die Stuttgarter könnten über den Höhenrand nicht hinausgucken, wirklich Lügen, indem sie nachweisen, dass Stuttgart, ich zitiere, aktuell der Ort der Bundesrepublik ist, an dem sich die Zukunft dieses Landes zusammenbraut. Das haben sie ja eben schon angedeutet. Und sie setzen noch eins drauf und sagen, Stuttgart ist eine Petrischale. Was hier keimt, wird demnächst auch im Rest der Republik virulent werden. Was ist denn der wichtigste Exportartikel? Ist das die Demonstrationskultur oder die Autoindustrie? Ja, gute Frage. Also ich vermute, wenn man wirklich jetzt nicht nur über den Stuttgarter Kesselrand hinausschaut, sondern auch über den deutschen Kesselrand oder die deutschen Grenzen, den Tellerrand, ist der populärste Exportartikel ganz sicherlich das Automobil, würde ich behaupten. Also ich war eben schon vor über 30 Jahren, für ein Jahr in den USA. Und natürlich, wenn ich da erzählte, also ich war damals 16, 17, irgendwelchen Schulfreunden, ich komme aus Deutschland und auch aus Stuttgart. Die erste Assoziation war immer Autobahn, Mercedes und Porsche. Und wir alle kennen natürlich noch diesen Song, wahrscheinlich haben wir ihn im Ohr von Janis Joplin. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Und dann aber zweite Strophe, My friends all drive Porsches, must make amends. Also, ne, also sozusagen in diesen zwei Zeilen schon dieser Blues-Jeremiade von Janis Joplin kommen schon Mercedes und Porsche vor. Und das Stück ist wie alt? Auch schon über 50 Jahre. Ne? Also daran sieht man, glaube ich, schon, also auch der ein Beitrag Stuttgarts zur Popkultur, dass es eben diese Luxusautomobile in den Weltmarkt schleust, schon seit sehr vielen Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreich. Also das ist, glaube ich, so global das, was man als erstes assoziieren wird. Interessanterweise Sachen wie die Anthroposophie, die natürlich nicht nur in Stuttgart entstanden ist, aber eben doch die erste Waldorfschule auf der Uhlandshöhe 1919, dass die sozusagen so von Stuttgart geprägt ist, das wissen die allerwenigsten. Ich glaube, viele denken dann eher so an Basel oder Dornach, natürlich den kleinen Ort bei Basel, wo das sogenannte Goetheanum steht, also das Rudolf Steiner entworfen hat und wo er dann auch gestorben ist, 1925. Aber das sozusagen der prägende Ort, also auch der Ort, wo sozusagen der Bund der Freien Waldorfschulen seinen Sitz hat, wo die Christengemeinschaft beheimatet ist, also sehr viele so anthroposophische Institutionen, dass das in Stuttgart ist, das wissen ganz viele nicht. Und das ist ja schon interessant, weil sich da so ein reformerischer Geist, der in den 20er Jahren in Deutschland natürlich sehr viel stärker war, mit so einem unternehmerischen Geist auf so eine ganz besondere Weise gepaart hat. Ne? Also wie auch immer man jetzt zur Waldorfschule stehen mag, aber dass eben ein Zigarettenfabrikant ausgerechnet, Emil Molt, also der Betreiber der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik, dass der sich mit einem doch ja ausgewiesenen Esoteriker und Goetheaner wie Rudolf Steiner es war, zusammentat, um eine neue Bildungseinrichtung zu schaffen für die Kinder seiner Arbeiterinnen und Arbeiter. Das ist ja schon mal sehr, sehr speziell für die Zeit. Und dass das dann wirklich zu so einem globalen Bildungsexport angewachsen ist, also mit mittlerweile 1500 Waldorfschulen weltweit. Das ist, glaube ich, schon eine ganz sehr, sehr prägnante Erfolgsgeschichte, die eben auch ihren Ursprung im Stuttgarter Kessel oder in der Halbhöhenlage hat. Ich war kürzlich mit einem Freund und seinem kleinen Sohn, na, kleinen, gar 10-jährigen Sohn, waren wir im Porsche und Mercedes-Museum. Das Leuchten in den Augen, das war wirklich toll. Sie stellen auch Fragen zur Topografie der Stadt. Und zwar sehr, sehr gute Fragen. Zum Beispiel, wieso ist der Nesenbach, der dem Talkessel seine Struktur verliehen hat, hin zum Neckar überhaupt nicht sichtbar? Alles ist zum Neckar hin ausgerichtet. Und dann kommt's, nur der neue Bahnhof nicht. Die Stuttgarter haben sich vergebens gegen dieses Mammutprojekt gewehrt. Ja, das war wirklich so eine Einsicht. Also ich habe ja selber auch 15 Jahre mindestens in Stuttgart gelebt. Also ich bin eigentlich in Berlin geboren, aber bin dann mit 4 Jahren mit meinen Eltern und meinem Bruder nach Stuttgart gezogen, habe dann da gelebt bis zu meinem 19. Lebensjahr ungefähr.
Das heißt, ich kenne die Stadt eigentlich sehr, sehr intensiv, ne? Ich bin da zur Schule gegangen, ich war da im Staatstheater, in der Statisterie und im Handballverein, im Chor und so. Und ich habe mich da viel rumgetrieben. Aber sozusagen den Nesenbach habe ich nie gesehen. Also in der Hinsicht ist Stuttgart ja eine sehr, sehr spezielle Stadt. Wenn man irgendwie sich Dresden anguckt, irgendwie oben von einem der Höhenzüge, dann sieht man sofort, okay, da fließt die Elbe. Deswegen ist die Stadt hier. Wenn man nach Köln ranfährt, sieht man sofort den Rhein. In München sieht man die Isar oder den Eisbach, ne? Also sozusagen andere Städte, die prunken und protzen ja mit ihren Gewässern. Und da ist auch sofort klar, die Stadt liegt hier, weil hier eine Furt war oder eben ein besonders guter Ort, um zu siedeln. In Stuttgart ist es erstmal ziemlich unklar, warum hat sich die Stadt überhaupt da entwickelt, ne? Sie liegt ja auch so talaufwärts vom Neckar, also auch ein Stückchen weg. Klar, Bad Cannstatt liegt am Neckar, aber Stuttgart eher so ein Stückchen entfernt, das Zentrum. Und eigentlich erst, wenn man diesem merkwürdigen Gewässer, eben dem Nesenbach, der überhaupt diesen Kessel erst gegraben hat vor Millionen von Jahren, wenn man sich dessen Verlauf klar macht, dann versteht man plötzlich die Topografie der Stadt, ne? Also ich habe dann im Verlauf meiner Recherchen eben auch mir das Vergnügen gemacht, einmal diesen gesamten Nesenbach oder den ehemaligen Verlauf entlang zu wandern, sozusagen von Fein, also ganz im Südwesten, eben bis zur Mündung in den Neckar. Und plötzlich kapierte ich die Stadt, ne, dass sozusagen alle großen Verkehrswege, also die Bundesstraße 14, die alten Gleise des noch gerade bestehenden Bahnhofs, alle wichtigen Gebäude, also Kirchen, altes Schloss, Brauereien, Feuerwehrhäuser, all das lag natürlich mal an diesem Nesenbach. Aber was haben die Stuttgarter gemacht? Sie haben ihn schon im 19. Jahrhundert angefangen, ihn unter Tage zu legen, ihn zu verdohlen. Und jetzt schon seit den 70er Jahren verläuft er also eigentlich komplett unterirdisch, ne? Kaum jemand weiß, wo der Nesenbach eigentlich ist. Und das fand ich auch wieder sehr hübsch, weil man daran natürlich sieht, dass die Stuttgarter nicht erst seit Stuttgart 21 einfach Dinge gerne unter Tage legen, ne? Sie verbuddeln ihre Lebensadern ganz gerne. S21, das Bahnhofsprojekt, wird ja quer zum Tal gebaut. Das war ja die Hauptkritik von Ostertag, von dem Architekt Roland Ostertag, der das Thema Bahnhof unter das Thema Stadtzerstörung einreihte. Und das kommt auch bei Ihnen im Buch schlecht weg. Zitat: Der Kessel brodelt und kocht und sein Inhalt verteilt sich über das ganze Land. Die Proteste, die in Stuttgart ihren Ausgang nahmen, sollten sich prägend als für die gesamte Republik erweisen. Wird jemals noch ein Politiker woanders in Deutschland es wagen, ein Bauprojekt anzustoßen, das erst nach einer Generation fertig wird? Ja, man würde natürlich hoffen, dass nicht. Man muss dazu sagen, wenn man wie ich in Berlin lebt, darf man sich natürlich nicht weit aus dem Fenster hängen, weil wir mit dem neuen Flughafen BER natürlich uns selber auch ein milliardenteures und verkehrspolitisch extrem fragwürdiges und architektonisch extrem unbefriedigendes Ei quasi ins Nest gelegt haben, ne? Also das heißt, das, was da in Stuttgart passiert mit Stuttgart 21, das ist nicht einzigartig, aber es ist schon, glaube ich, in seiner Monstrosität sehr prägnant. Also auch jetzt bei BER, das ist natürlich finanziell ein Desaster und in vielerlei Hinsicht ärgerlich, aber es ist immerhin nicht im Herzen der Stadt. Ich glaube, das ist das, was sozusagen diesen Tunnelbau in Stuttgart und diese riesige Baustelle so besonders macht, ne? Dass es ja eben nicht nur da Milliarden verbuddelt werden, sondern dass es vor den Augen von allen geschieht und auch jeden Menschen, der in Stuttgart irgendwie ankommt oder durchreist, auch betrifft. Also ich werde also heute Nachmittag auch noch nach Stuttgart fahren, auf Besuch. Und wenn ich jetzt schon denke an den Fußmarsch von der Bahnhofsankunft, dann zum Bahnhofsgebäude. Also ich glaube, der wird ja gerne als der längste Fernwanderweg von Deutschland beschrieben. Dann graut mir schon, ne? Das ist ja irre, wenn man da eben Gepäck und Kinder oder womöglich seine alten Eltern dabei hat, dann ist das schon, da ist man schon lange unterwegs. Aber freuen Sie auf den neuen Bahnhof.
Das wird ja eine Hauptattraktion für die Touristen werden. Die werden hinkommen, aussteigen, den Bahnhof angucken, wieder einsteigen. Sie brausen unter der Erde durch und oben bleiben die Stuttgarter unter sich. Ja, mal gucken. Also, ich habe mir erst im Frühjahr auch, da war ja mal Tag der offenen Baustelle. Das ist ja auch so ein schöner neuer Trend, dass man so Baustellentourismus macht. Das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen, da mal runterzugehen in die Tunnelbaustelle von Stuttgart 21. Ich muss sagen, ich finde das architektonisch schon oder auch ingenieurstechnisch beeindruckend, was da passiert. Ne? Also, diese Tulpen oder so, das sind ja fast wie so Pilze, diese pilzartigen Ständer, die sich da aufwölben. Dauert, glaube ich, 3 Monate, jeden einzelnen davon zu gießen. Ne? Das ist schon eine irre Leistung und was da an Stahlbeton Toll. verbaut wird. Ne? Aber eben, Sie wissen es besser als ich, es gibt sehr, sehr viele Argumente, verkehrspolitische, ökologische, ökonomische, die dagegen sprechen, gegen diesen Bahnhofsbau. Aber gucken Sie sich den Platz über diesen Tulpen hinter dem Bahnhof an, zwischen Schlossgarten und dem Bahnhof. Das ist der unnützeste Platz, den es in Deutschland gibt, weil er überhaupt gar keine Funktion hat. Man kann ihn eigentlich nur überqueren, sonst gibt es überhaupt keine Funktion, mitten in der Stadt sowas zu bauen. Das ist total irre. Ja, das ist sicherlich auch das, woran sich sehr, sehr viele Menschen stören, also diejenigen, die sich daran stören, dass ja so getan wird, als sei es vor allem ein Infrastrukturprojekt, aber es ja mindestens ebenso ein Immobilienprojekt ist, dieser Bahnhof. Ne? Also ein wichtiges Ziel war ja da, Bauland frei zu machen, wo jetzt die Gleise verlaufen in den Talkessel hinein. Und wenn man sich natürlich die Pläne anschaut und auch das, was bislang gebaut wurde, ich sage nur Pariser Platz, das ist ja das nackte Grauen. Also, das ist wirklich beim Pariser Platz frage ich mich immer, warum hat nicht schon längst die französische Regierung mal da eine diplomatische Note eingereicht und sich beschwert und gesagt, so, diese Betonwüste, die benennt ihr bitte nicht nach unserer Hauptstadt. Ne? Also, sozusagen, kein Ort in Paris ist so scheußlich wie der Pariser Platz in Stuttgart. Und genau, das ist eigentlich das Erschütternde, sozusagen die Fantasie und Lieblosigkeit, mit der da der Raum, der geschaffen wird durch diese Baumaßnahme, wie wenig der genutzt wird und wie lieblos er bebaut wird. Es gibt noch einen anderen Punkt. Also wir haben jetzt ganze Menge über Stuttgart 21 gesagt. Einen Satz mit noch hinzufügen. Sie benennen einen Kardinalfehler der Politik, diese verkorkste Volksbefragung von 2011 mit der Fragestellung, stimmen Sie der Gesetz über die Ausübung von Kündigungsrechten bei vertraglichen Vereinbarungen für das Bahnprojekt Stuttgart 21 zu? Und alle, die mit Nein gestimmt haben, die haben für S21 gestimmt. Ich habe auf dem Blog damals geschrieben, hier hat man mit der Demokratie gespielt. Weil das war völlig verkorkst und es war eigentlich eine PR-Maßnahme, um eine Zustimmung für 4,8 Milliarden Baukosten zu erzwingen, die heute bei 12 liegen etwa. Ja, das ist schon sehr, sehr ärgerlich, dass dieses Instrument der Volksabstimmung oder der direkten Demokratie, dass, wenn es dann zum Einsatz kommt, offensichtlich es vor allem dazu diente, eine Sache, die schon längst entschieden war. Es wurde auch mal so getan, als müsste man nur fertig bauen. Ja, es sei eigentlich das nur noch als sei man schon fast in der Zielgeraden, dass das dann so mit schlechten Informationen und einer irreführenden Fragestellung durchgewunken wurde. Und tatsächlich, da würde mal dann doch der Blick über den Kesselrand und über den nationalen Rand lohnen und zu gucken, wie das in der Schweiz gemacht wird, wo ja die Volksabstimmung, das Plebiszit eine ganz andere Tradition hat und wo tatsächlich, glaube ich, jeder Haushalt vor einer Volksabstimmung eine wirklich umfangreiche Broschüre bekommt, wo die Pro- und Kontrapunkte der jeweiligen Fragestellung aufgeführt sind von beiden Parteien. Man kann sich sozusagen wirklich ausführlich informieren. Und wo auch die Frage immer sehr, sehr klar formuliert ist, ne? Bin ich dafür oder dagegen? Und ich glaube, also wenn man das schon machen möchte, dass man sozusagen eine Volksbefragung direkt durchführt, dann muss es eben auch so geschehen, ne? Dass man die Leute gut informiert und auch die Abstimmung klar verläuft. Abgesehen vom Bahnhof sprechen Sie auch über die allseits präsente Motorisierung aller Stuttgarter.
Wie ist es aber mit dieser Stadtautobahn, mit der Hauptstädter Straße, wo an beiden Enden immer ein Stau ist und man diese 10, 12 Spuren eigentlich gar nicht braucht in der Stadt? Auch Roland Ostertag hatte versucht, diese Bahn, hatte ein Memorandum geschrieben, wo er einfach den Rückbau dieser ganzen Stadtautobahn vorschlägt, dass die beiden Stadtquartiere rechts und links wieder verbunden werden. Ich habe mal geschrieben, dass die Leute, die über die Straße rüberfahren wollen, die müssen immer hin und her fahren zu den Wendepunkten. Und der Verkehr auf der Straße besteht hauptsächlich aus Hin- und Herbrausern. Und sie sprechen auch von dem Würfelhusten, von den Geräten, die den Staub futtern sollen. Und dann gibt es in Stuttgart auch die Tendenz, manche Fahrbahnen zu Radwegen zu machen. Es gibt zwei, drei Straßen in Cannstatt, wo man breite Radwege eingebaut hat und wo jede Stunde einmal ein Radfahrer fährt. Und Tempo 40 auch in der ganzen Stadt. Dadurch wird die Stadt bestimmt viel sauberer. Wie ist es mit dem Verkehr in Stuttgart? Ist das in anderen Städten auch so furchtbar? Ja, ich glaube, dass der automobilisierte Individualverkehr generell natürlich ein Riesenproblem ist, in allen westlichen Großstädten oder auch nicht nur in westlichen Großstädten, sondern überhaupt weltweit, ne? Und ich bin der Überzeugung, dass es wirklich ein Irrweg ist und eine ökologische und verkehrspolitische Sackgasse. Aber mir ist auch bewusst, das ist eine Minderheitenmeinung, ne? Sozusagen die Pkw-Zulassungszahlen, jetzt gerade vor 2 Wochen wurden sie wieder veröffentlicht für Deutschland, nehmen immer weiter zu. Es gab noch nie so viele Neuanmeldungen in Deutschland wie im vergangenen Jahr. Auf jeden erwachsenen Bürger in Deutschland kommt mindestens ein Automobil. Also wenn man das so umrechnet, das sind, glaube ich, jeweils ungefähr 63 Millionen Erwachsene, 63 Millionen Zulassungen. Das ist schon irre, aber das zeigt sich in Stuttgart eben, und zwar nicht nur wegen der Automobilindustrie, an der natürlich auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze hängen, in besonders prägnanter Form eben wegen dieser Kessellage natürlich. Und wo ja schon, ich glaube, jeden Tag 800.000 Fahrzeuge wurden mal gemessen, die Stadtgrenzen überqueren. Und klar, die müssen irgendwie in den Kessel rein, die müssen da wieder raus, die müssen da durch und dann eben stehen sie auf der Hauptstädter Straße oder brausen, wenn sie dürfen. Und Bei welche 40 Folgen auf das für die Straße. Luftqualität hat, ist ja bekannt, ne? Also sozusagen diese berühmte Feinstaubmessstelle am Neckartor, von der hat, glaube ich, jeder in Deutschland schon mal gehört, weil es immer in den Top 10 der schlimmsten Luftverschmutzungsstellen in Deutschland oder gar Europa wirklich federführend ist, ne? Aber Sie berichten auch von Stuttgartern Bürgern, nämlich von Bürgern, die aus 185 Nationen kommen. Das ist doch was Besonderes in Stuttgart, nicht? Gibt es zwar andere Städte auch, aber hier eben gerade ganz besonders, nicht? Genau, also sozusagen das Buch, was ich geschrieben habe, ist ja kein reines Stuttgart-Bashing, also überhaupt nicht, ne? Also klar, es geht mir schon darum, den Finger da in gewisse Wunden zu legen und da gehört die Automobilität sicher dazu. Aber Stuttgart ist natürlich auch, und das ist vielleicht die positive Seite der Automobilindustrie, eine Integrationsstadt, ne? Das liegt natürlich daran, es kamen schon sehr früh Arbeitskräfte, schon spätestens Anfang der 60er Jahre, als eben die ersten Anwerbeabkommen geschlossen wurden mit der Türkei, mit Italien, mit Spanien, mit Griechenland, kamen immer sehr, sehr viele Arbeiter nach Stuttgart. Und da es eben auch wirklich Arbeit gab, sind die im Vergleich, glaube ich, zu vielen anderen Städten sehr früh sehr gut integriert worden, ne? Tatsächlich, das vergisst man auch gerne. Stuttgart hat ja ungefähr doppelt so viele Einwohner mit sogenanntem Migrationshintergrund als der bundesdeutsche Durchschnitt. Das sind, glaube ich, 44%. Bei den unter 18-Jährigen, sind das sogar über 50%. Ich bin ja auch Migrant. Ich bin ja aus Nordrhein-Westfalen gekommen und Genau, war die. seit 92 hier in der Stadt und gut integriert. Genau, die Zuwanderer aus NRW und anderen Landesteilen, die kommen ja auch noch dazu. Und das sieht man an ihnen auch, sie sind ganz gut integriert, ne? Also das gelingt natürlich vor allem gut in einer wirtschaftlich starken Stadt auch, ne? Und vielleicht trägt auch dann doch die Topografie auch ihr Schärflein bei, eben diese Kessellage, die eben dazu führt, dass es jetzt keine Banlieues sich bilden in dem Sinne wie in Paris oder so, sondern man lebt ja schon relativ eng zusammen und muss irgendwie miteinander auskommen. Das wäre vielleicht so eine topografische Erklärung. Habe ich von den Stuttgarter Errungenschaften etwas vergessen? Auf der Umschlagseite Ihres Buches steht,
Der Regierungssitz mag sich noch in Berlin befinden. Wir leben längst in der Stuttgarter Republik. Was sagt man denn in Berlin zu dieser These? Tja, in Berlin, es sind natürlich die zugewanderten Schwaben, zu denen ich in gewisser Weise auch zähle, doch immer wieder nicht so ganz gut gelitten, ne? Also eben gerade die Ecke von Berlin, wo ich hier wohne, auch Nähe Kollwitzplatz, die ist ja bisweilen als Schwabylon verschrien. Also so das moderne Babylon ist eben Schwabylon und eben die Statue von Käthe Kollwitz hier wurde ja mal nächtens von radikalen Schwaben mit Spätzle beworfen. Und Wolfgang Thierse, der ja auch hier lebt, ehemaliger Bundestagspräsident, hat sich dann beschwert vor einigen Jahren, dass die Schwaben beim Bäcker immer Weckle bestellen und keine Schrippen. Also, ne, das ist schon ein irgendwie so teilweise spielerisch, teilweise auch emotional umkämpftes Terrain. Und natürlich wissen wir alle, der Bundestag befindet sich nach wie vor hier in Berlin. Aber ich glaube, von Berlin aus immer wieder nach Stuttgart zu gucken, das kann auf jeden Fall hilfreich sein. Und nicht nur von Berlin aus, auch eben aus anderen deutschen Städten, weil das eigentliche Wappentier der deutschen Gegenwart, das ist eben, glaube ich, gar nicht der preußische Adler, sondern viel eher das Stuttgarter Rössle. Vielen, vielen Dank, Herr Werner. Wutbürger und Querdenker, ökologische Transformation und Willen und Willkommenskultur. Ihr Buch ist gerade bei Klett-Cotta erschienen. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.